Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater unser ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern persönlich beigebracht hat. Also er hat uns damit beigebracht, dass wir Gott Vater nennen dürfen, was natürlich für uns Christen das Allerwichtigste ist und auch das Allerschönste ist. Vater unser beten wir in der Gemeinschaft sehr häufig, also mehrmals am Tag gemeinsam. Angefangen vom Morgengebet, in der Messe beten wir das gemeinsam, wir beten es zum Tischgebet, wir beten es bei unserem Abendgebet. Quer durch den Tag kommt es immer wieder vor und mir persönlich bedeutet dieses Gebet einfach sehr viel, weil ich es beten kann, ohne groß zu grübeln. Und ich bete es beispielsweise nach jedem einzelnen Seelsorgsgespräch für den Menschen, mit dem ich gerade eine Stunde verbracht habe, und kann so den Menschen wirklich auch an Gott abgeben wieder.